Ich liebe das einfach mal an einem Tag so durchzugehen. Wir haben heute Morgen irgendwie angefangen mit, okay, was gibt es da überhaupt für Wesen, über so drei komische Rebellionen und die Verheißungslinie Matthäa, man hat ziemlich durchgerannt, aber vielleicht ist auch was hängen geblieben. Zu sehen, wie hat Jesus erfüllt und was heißt es jetzt, wie leben wir jetzt in Christus als Ekklesia, als die, die den Sieg Jesu jetzt in alle Welt tragen. Wenn du so das Gefühl hast, boah, ich bin vielleicht ungeeignet, weil ich bin voll schwach und schlecht, dann Glückwunsch, die sucht er. Solange du denkst, boah, ich bin eigentlich voll cool, der Herr kann froh sein, dass er mich hat, hat er noch ein Werk zu tun. Weil die einzigen, die er gebrauchen kann, sind die, die schwach und gebrochen sind. Und die sagen, in meiner Schwachheit wirkt seine Kraft zur Vollendung und er kriegt die Ehre. Das ist der ganze Plan Gottes, es ist immer, er will die Ehre bekommen. Und die kriegt dann nicht mit Menschen, die durch die Gegend laufen, denken, sie können es und haben es, sondern Leute, die durch die Gegend laufen und merken, oh Gott, ich brauche dich. Und es ist völlig in Ordnung, dass wir gemeinsam dort voranstolpern in immer mehr Reife und immer mehr das zu lernen. Wichtig ist gar nicht, wo wir heute sind, sondern auf die Richtung stimmt. Und wenn die Geschwindigkeit einigermaßen ist, ist auch noch nett. Gut, wir haben jetzt noch diese letzte Einheit. Wir haben 4 Lehrsessions und jetzt diese letzte Q&A-Zeit. Das heißt, wir haben diese Frage- und Antwortzeit. Ihr hattet Möglichkeit über Slido, genau, kann man vielleicht noch reinmachen, kann man auch währenddessen jetzt noch gerne Fragen stellen oder auch Fragen raten. Dann tauchen die weiter oben bei mir auf und haben größere Chance, dass ich darauf eingehe. Und während wir das machen, will ich noch ein paar Ressourcen vorstellen für alle, die gerne lesen und dann auch für alle, die nicht gerne lesen. Das sind meine 2 Zielgruppen heute. Die wichtigste Quelle ist immer die Bibel und am besten nicht so ein Gummischwert, sondern irgendeine einigermaßen gute Übersetzung. Wobei uns bei dieser Thematik wirklich manche Bibelübersetzer und auch meine liebe Elberfelder und so weiter, an manchen Stellen sieht man einfach, wie stark das Weltbild der Übersetzer reingeschrieben wird in die Bibel. Das ist manchmal ein bisschen ärgerlich. Ich schätze sehr die Einheitsübersetzung auch, weil das hauptsächlich historisch kritische Leute geschrieben haben. Die haben gar kein Problem damit, über viele Götter zu schreiben und so weiter, weil sie denken, es war früher eher alles polytheistisch und so weiter. Die sind da einfach ein bisschen näher am Text. Aber anyways, lest viel die Bibel. Aber ansonsten will ich euch einen Menschen empfehlen, das ist Michael S. Heiser. Also der heißt Michael S. Heißer, so wie meine Stimme Heißer. Und der ist so theologisch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob Pionier, aber jemand, der das zumindest sehr in die Breite gebracht hat und die letzten Jahre in der theologischen Welt ziemlich viel Wirbel auch ausgelöst hat. Sein Hauptbuch ist das hier, The Unseen Realm. Ihr habt das übrigens auch alles im Skript, die Ressourcen. Recovering the Supernatural Worldview of the Bible. Ist auf Englisch, 400 Seiten oder so, viele, viele Fußnoten, sehr akademisch, sehr, sehr anspruchsvoll. Also das war wirklich eines der, also weil es sehr anspruchsvoll ist, plus Englisch, ist es wirklich nicht ganz so einfach. Aber alle, die wirklich sagen, sie wollen wirklich wissen, wie das alles so ist und wollen auch noch wissen, sprachlich noch mehr und was da in dem mesopotamischen, sonstigen Bereich die anderen Religionen gedacht haben und wie die Bibel davon und so weiter und so fort. Michael S. Heiser. Der hat, nachdem er dieses fette Buch hier geschrieben hat, 2015, hat er noch eins geschrieben für normale Menschen. Das ist dann so ein dünnes Büchlein, das ist derselbe Inhalt in, einfach weil er sagt, das ist für den Churchy. Das ist für einen Theologen und das ist für einen Churchy. Eigentlich sollten alle Churches Theologen sein, aber für den akademischen Theologen und für den normalen Theologen. Und dieses Buch, das ist so ein easy read, 140 Seiten, 160 Seiten, Büchlein, wo einfach dieses ganze kosmische Weltbild aufmalt und so weiter. Und für alle Academy-Leute, ihr habt das hier auch als PDF auf Deutsch kostenlos im Google Drive. Wenn du nicht in der Academy-Teilnehmer bist, du hast nächstes Jahr die Chance. Und freundlich mit einem Mann. Oder google mal im Internet, Michael S. Heißer, Supernatural, Deutsch, PDF oder so. Das ist frei verfügbar und da explizit, man darf das, wie auch immer. Für alle, die eben auch mit Englisch ein bisschen Schwierigkeiten haben, könnt ihr es euch kostenlos holen. Wer da ein bisschen tiefer reingehen will, die Bücher habe ich dieses Jahr jetzt erst gelesen, deswegen habe ich ein paar Sachen besser verstanden. Das eine ist Angels, also nochmal über die himmlischen Herrscharen und dann Demons, über die Mächte der Finsternis. Einfach nur sozusagen, also die sind unfassbar gut
Genau, sein schwächstes Buch ist das hier, aber es ist trotzdem interessant, Reversing Hermon. Da geht es um den ganzen Genesis 6 und die Wächter und tralala und wie Henoch Apokalypse und Jesus ist erfüllt und so weiter. Ist auch spannend für alle, die nicht genug kriegen können. Für alle, die denken, so ein Buch nehme ich eh nie in die Hand. Es ist echt spannend. Wir hatten als Kirche so das Empfinden, jetzt im Herbst ist wieder der Zeitpunkt gekommen, wo wir anfangen, diese Themen auch mal in die Breite zu bringen. Deswegen auch heute ist eigentlich nur Academy Teaching. Wir haben es letztes Jahr auch schon geteacht. Aber jetzt haben wir es so aufgenommen, dass wir das frei verfügbar auf YouTube auch machen werden und so weiter, weil irgendwie das Gefühl so da war, okay, Gott will seinen Leib ready machen, anzufangen, diese Dimension vom kosmischen Weltbild zu entdecken und zu verstehen. Und wir sind immer noch, also für alle, die denken, wir waren heute tief, wir haben heute einfach mal die Oberfläche entlang gekratzt und gesehen, da ist was, okay? Und in derselben Woche, wo wir diese Predigtserie unerschütterlich angefangen haben in der Kirche und angefangen haben, über diese Themen zu reden, in derselben Kirche wurde das ganze Material von Michael S. Heiser, wo er so Videodokumentationen gemacht hat, kostenlos auf YouTube hochgeladen. Davor war das auf irgendeiner christlichen Plattform, die keiner kennt und wo niemand drauf geht und niemand Geld für zahlt. Und da gibt's, ihr habt da den QR-Code in diesem Paper mit drin, da gibt's, die würde ich am meisten empfehlen, eine Dokumentation quasi, so eine Stunde 15 oder so, wo quasi ziemlich cool gemacht sie dieses Buch zusammenfassen und einfach so darüber quatschen und es so darstellen und tralala, ist richtig geil gemacht. Für alle, die sagen, okay, sie wollen nochmal, wollen es nochmal richtig hören. Genau, und ein paar andere Dokumentationen von ihm noch, wenn du da mehr reingehen möchtest. Gut, jetzt haben wir ein paar Fragen und ich denke, es gibt extrem viele Fragen bei dem Thema und ich werde nicht jede beantworten können. Ich habe auch noch Fragen, aber ich versuche so gut wie möglich darauf einzugehen und ich weiß nicht, ob wir alles schaffen. Ganz oben geratet ist die Frage, die Götter aus anderen oder polytheistischen Religionen sind korrupte Elohim? Fragezeichen. Zum Beispiel Götter der Antike, Ägypten, Nordisch, Griechenland und so weiter. Jein. Es ist schwierig, diese Söhne Gottes ganz fest und klar zuzuordnen, wer ist jetzt wer und wie und wo. Aber ja, wir können davon ausgehen, dass diese ganzen anderen Völker und Stämme und Sprachen und Kulturen und Kulturkreise, die irgendwas als Gott verehrt haben, da tatsächliche Mächte auch verehrt haben und erlebt haben. Also, die waren nicht einfach nur doof und haben so einen Holzklotz angebetet oder so, sondern die haben diesen einfaches Verständnis, dieses biblische Verständnis tatsächlich von, es gibt Tempel und es gibt geweihte Gegenstände oder Orte, wo Götterwesen sozusagen sich aufhalten oder angerufen werden können, wo man ihre Macht erleben kann. Das heißt, wenn da irgendwelche nordischen Kulturen irgendwelche Götter angebetet haben, und so mehr oder weniger gibt es da ja auch oft Überschneidungen, zum Beispiel zwischen den griechischen Göttern und römischen, die werden teilweise umgetauft, aber es sind dieselben Praktiken, dieselben Rituale und so weiter. Da haben die reale Götter angebetet. Nur weil die in der Bibel auch verächtlich als Götzen bezeichnet werden, heißt es nicht, dass das keine realen Geistwesen sind, die mächtig sind und Wirkung haben. Sie werden einfach nur verglichen mit dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und dann wird gesagt, verglichen damit seid ihr nichts, verglichen damit seid ihr gar nichts. Genau, von daher, ich wäre vorsichtig da drin, dann jetzt irgendwie zu sagen, naja, ich weiß genau, welche Macht der Finsternis mit Zeus und wer jetzt irgendwie über Deutschland jetzt gerade und so weiter, weil einfach das wissen wir nicht in der Bibel. Aber ja, wir können sagen, die ganzen weltweiten Religionen und verschiedene Glauben, die haben mit tatsächlichen Geistmächten zu tun. Und gerade auch in so animistischen Religionen oder so, da haben die natürlich auch einfach viel Geisterbeschwörung, viel dämonische Ebene und so weiter. Und das ist sehr, sehr real, was die da erleben. Genau, das würde ich mal so dazu sagen. Also ja, da gibt es reale geistliche Mächte, die auch in verschiedenen Formen und Farben und Namen angebetet wurden, aber wir können sie nicht eins zu eins zuordnen. Ich hoffe, das ist so beantwortet. Auf was hat der Satan aktuell noch Anrecht, wenn er der Herrscher der Erde ist, aber Jesus alle Macht auf Himmel und Erden hat? Der Teufel hat überall dort noch Anrecht, wo Menschen noch nicht sich rausbewegt haben aus seinem Machtbereich. Jeder Mensch kann sich rausbewegen, ist ganz einfach, glaub an Jesus, Punkt. Tu Buße, glaub an das Evangelium, so kommst du raus. Aber alle, die diesen Schritt noch nicht gemacht haben, über die hat der Teufel so lange noch legal Anrecht, weil sie noch nicht für sich in Anspruch genommen haben, dass ihr Schuldschein ans Kreuz genagelt wurde. Und deswegen hat der Feind darüber noch. Warum?
Warum sind da noch Menschen in dem Machtbereich der Finsternis? Weil wir ihnen vielleicht noch nicht gesagt haben. Aber das heißt, darüber hat der Teufel noch Macht, und das heißt noch über recht viele Menschen und über Menschen, also der Böse, der die Erde mit Unkraut voll, ja, das sind die Söhne des Bösen. Also der Teufel agiert auch maßgeblich über Menschen und über so ein paar Mächte und Systeme, und damit schafft er auch systemische Ungerechtigkeit, wie wir sie eben auf dieser Welt haben. Aber in Essenz wäre es unser Auftrag, einzelne Menschen rauszurufen, zu Jüngern zur Taufe hin und dann, wie ich Jesus nachfolge, und so rufen wir Menschen raus aus dem Machtbereich, und darüber hat der Feind noch Macht. Und wir können natürlich, aber das lernen wir in Kingdom Culture, wir können natürlich dumm sein und im Fleisch leben. Dann bewegen wir uns quasi wieder, wie die Welt, wie der Machtbereich der Finsternis funktioniert. Und das heißt nicht, oh Hilfe, jetzt war ich im Fleisch, jetzt bin ich unterm Teufel. Aber wir fangen an, einen Lebensstil von im Fleisch zu leben, lähmt uns mindestens und öffnet Türen und Einflussbereiche des Feindes. Aber kein Problem, können wir zumachen. Vergebung ist da und sofort. Also es gibt keinen graduellen Weg von, ich habe gesündigt oder war im Fleisch und jetzt muss ich mich da wieder hocharbeiten, sondern zack, bin raus, bin gesetzt mit Christus über alles. Okay. Das ist richtig schön hier. Nur zusammen können Mann und Frau den Auftrag ausfüllen. Wie machen wir das dann Singles? Herrschen wir als Ehefrau und Ehemann oder als Männer und Frauen? Also laut Paulus kannst du es als Single besser als allein, als verheiratet. So. Ein langer Tag. Das heißt, wenn es Gott dir erlaubt, bleib Single. Ich habe es probiert, er hat gesagt, Lukas, du wirst zu komisch, ich gebe dir jemanden, der dich schleift. Also ernsthaft, ja, es ist Mann und Frau gegeben und zusammen repräsentieren sie das, und wir werden immer als Mann und Frau auch zusammenarbeiten. Auch zum Beispiel Paulus hatte viele weibliche Mitarbeiterinnen auch, mit denen er zusammengearbeitet hat. Aber als Single ist man keinesfalls limitiert, das Reich Gottes auszubreiten, sondern du bist sogar freigesetzt und du hast weniger Probleme und bist nützlicher fürs Reich Gottes. Deswegen nicht ich sage es dir, sondern Paulus sagt dir, überleg's dir gut. Und tatsächlich... Und tatsächlich ist das ein Punkt, wo ich echt für brenne, weil das ist sowas Klassisches, wo wir überhaupt nicht in den Ordnungen des Königreichs leben. Das Königreich kennt zwei Ordnungen. Es kennt die Ordnung Single sein, um des Königreichs Gottes willen, und kennt die Ordnung Ehe, um des Reiches Gottes willen. Und beides ist ein Wartezimmer für das Eigentliche. Und beides hat Vor- und Nachteile, und beides ist eine gottgewollte Lebensform. Jesus, Johannes der Täufer, Paulus, alles Singles. Petrus hatte eine Frau und gleich mal Schwiegermutter krank. Ne? Nur Probleme. Und auch viele, viele Männer und Frauen Gottes in der Kirchengeschichte, die viel bewegt haben, waren Singles. Und wir haben das wie verloren, und wir leben im 21. Jahrhundert mit dieser Lüge, dass das höchste Ziel des Lebens wäre, meine romantische Liebe zu finden und Liebe und Partner, und das wäre das Allerhöchste. Und das ist eine Lüge, das ist nicht das Höchste. Das Höchste ist, Gott Ehre zu machen, in welchem Stand Gott dich immer reinberuft. Und ich kenne so wenig Leute, die ernsthaft Gott fragen und sagen, Gott, willst du, dass ich heirate, oder willst du, dass ich Single bin? Und die wirklich von Gott beide antworten wollen. Ich kenne eine Menge deprimierter Singles, und ich kann sie komplett verstehen, weil sie auch in der Kirchenlandschaft rumrennen müssen, wo ihnen die ganze Zeit erzählt wird, dass es um die Ehe geht und Ehe und tralala. Niemand ihnen den Preis von Ehe zahlt, und das ist auch schön ist, nicht zu heiraten. Eine Kirche komplett so funktioniert, dass Singles immer nicht stattfinden. Deswegen kann ich verstehen, dass es schwer ist. Deswegen müssen wir da unbedingt Buße tun und rauskommen. Diesen auch Götzen von Ehe und Familie, also Ehe und Familie ist von Gott eingesetzt, aber es wird wie ein Götze. Und das müssen wir runterkriegen auf eine normale Ebene von, es ist ein Ausbildungscamp, dass du demütiger wirst. That's it. Und wenn es auch schön ist, ist auch schön. Aber wir müssen wirklich, wenn du noch nicht verheiratet bist, stell Gott die Frage, geh deinen Weg und treff da keine leichtfertigen Entscheidungen und so. Aber sag mal, okay Gott, wenn du merkst, es geht in eine Richtung, ich werde mal ein Jahr mich committen, dann schaue ich mir das wieder an und gehe dann einen Prozess. Okay, jetzt habe ich ein bisschen hier off-topic, aber da. Wenn es noch keine Hölle gibt, warum haben dann Menschen schon Visionen von der Hölle in Nahtoderfahrung gehabt? Ich hatte noch keine, deswegen, ich weiß nicht genau, wie das ist. Ich würde drei Sachen zu sagen. Erstens, es kann gut sein, dass die Leute eine Erfahrung hatten vom Totenreich, und der Hades ist ein ganz finsterer, böser Ort, der wirklich schlimm sein kann. Von daher kann es auch einfach sein, die hatten eine Vision vom Hades.
Zweitens, es kann natürlich auch sein, sie hatten wirklich eine Vision von der Hölle, weil wir können ja auch Visionen von Dingen haben, die noch nicht da sind. So, ja, also gibt es ja ständig in der Bibel, dass irgendwas gesehen und erlebt wurde, was noch nicht passiert ist. Zum Beispiel Ezekiel sieht irgendwie so einen komischen Tempel, der da irgendwie gebaut wird, wie lang und breit und wie auch immer. Kein Mensch weiß, was er damit anfangen soll. Und drittens muss es auch nicht stimmen. Wobei es so viele gibt, dass man denkt, okay, Leute haben da schon mal was erlebt. Genau. Aber ich würde sagen, entweder haben sie ein Hades erlebt oder sie haben tatsächlich eine Vision von der Hölle, wie es sein wird, schon erlebt. Ist gar kein Problem, auch wenn die Hölle noch nicht bevölkert ist. Aber es ist eine große Verwirrung immer mit Hölle und Hades. Und dann denken Leute, der Teufel hat irgendwie Macht in der Hölle, aber das stimmt nicht. Warum sagt Jesus dem Verbrecher am Kreuz noch, heute wirst du mit mir im Paradies sein, wenn doch Jesus 3 Tage im Hades war? Das ist eine gute Frage. Habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Und die Lösung kann entweder sein, dass Jesus tatsächlich nur kurz im Hades, gibt wahrscheinlich mehr Varianten, aber die eine Variante ist, dass Jesus wirklich nur einen Tag im Hades war sozusagen und dann eine Zeit hier oben noch war, das war cool, dann kam er wieder oder so. Wobei ich von der Schrift her eher sagen würde, Jesus war wirklich im Totenreich und von dort auferstanden. Von daher wäre meine zweite Variante einfacher, es ist halt poetische Sprache im Sinne von, ja, du wirst heute mit mir im Paradies sein, aber es ist nicht heute dieser Tag, der Freitag, der so und so vielte. Genau. Die Frage ist für Record, ob in der geistigen Welt nicht Zeit auch anders ist wie auf der Erde, wie wir es kennen. Ich würde sagen, nein. Also wir haben zum Beispiel im Himmel ist es mal eine halbe Stunde still, heißt in Offenbarung. Und sie beten dort an Tag und Nacht. Also Zeit ist etwas auch, Geistwesen bewegen sich in Zeit und Raum. Ist auch so eine eher griechische Vorstellung von außerhalb von Zeit und Raum zu sein. Gott hat Raum geschaffen, Zeit geschaffen und darin bewegt sich alles. Und da würde ich sagen, ja, im Himmel läuft die Uhr genau gleich schnell wie hier. Ja, soweit mal. Wenn in der Bibel von Götzendienst die Rede ist, ist dann immer Gottes Söhne, in Klammer Elohim, gemeint. Ja. Also, ja. Also, wann immer irgendetwas angebetet wird, außer Jahwe, ist es Götzendienst. Und deswegen, Götzendienst im Alten Testament, wo es hauptsächlich vorkommt, war immer, die haben irgendwelche anderen Götter angebetet, weil es halt, keine Ahnung, die Fruchtbarkeitsgöttin oder so, und haben andere Götter übernommen und die angebeten, ja, und das war Götzendienst und damit waren irgendwelche Elohim im weitesten Sinne, also irgendwelche Geistwesen gemeint. Im Neuen Testament wird es auch mehr verwendet, wie zum Beispiel Götzendienst, also Habsucht des Götzendienst oder so, also wo es auch einfach überall, wo unser Herz Dinge mehr liebt oder mehr dran hängt als an Jesus, ist es Götzendienst. Deswegen eben, kann deine Frau auch ein Götze sein, dann sollst du nicht das Götzenbild zerschlagen, sondern so, dass dein Herz umpositionieren. Für alle, wo kurz so ein Gedanke kam. Können Dämonen zu Gott umkehren? Nein. Nein, können sie nicht. Dämonen glauben an Jesus und zittern vor Angst. Und vielleicht können wir das kurz lesen, weil das eine wichtige Stelle ist. Das gilt auch nicht nur für Dämonen, sondern auch für alle anderen Mächte. Ob das die Schlange ist, ob das andere Mächte und Gewalten sind oder Dämonen oder irgendwas. All das ist unumkehrbar und von Gott verworfen und es gibt keine Gnade mehr für die. Warum? Hebräer 2 sagt uns das, Vers 16. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Also es heißt ja einfach, okay, die haben rebelliert, aber Gott bringt Erlösung zu den Söhnen Abrahams und alle, die abgefallen sind, die rebelliert haben von ihm in der geistlichen Welt, für die Jesus hat nicht irgendwie Engelsform angenommen, ist an einem Engelkreuz gestorben, hat die Engel erlöst, hat er nicht gemacht, ist so. Und wir können einfach dankbar sein. Und die haben Pech gehabt. Und weil es Gottes Urteil ist, ist es gerecht, richtig und gut. Das heißt, wenn die Bibel sagt, du sollst deinen Feinden vergeben, meint sie damit immer nur Menschen und nie Mächte und Gewalten. Denen müssen wir gar nichts vergeben. Denen können wir sagen, der Herr schelte dich. Habe ich das richtig verstanden, dass sie nach meinem irdischen Tod nicht ins Totenreich kommen, sondern direkt vor den Thron zum Anbeten?
Ja, jetzt in der Situation, in der wir heute sind, Paulus sagt zum Beispiel, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Oder wir sehen in Hebräer 12, dass vor dem Thron Gottes, das himmlische Jerusalem, dort ist Gott, der Richter aller und so weiter. Dann heißt es, dort sind die Geister der vollendeten Gerechten, sind dort um den Thron. Oder wir sehen Offenbarung 5, dass die als Märtyrer gestorben sind, dort vor dem Altar sind und dort Fürbitte machen und so weiter. Das heißt, wenn du heute auf der Heimfahrt Gott bewahre, aber es könnte ja passieren und es wäre auch nicht das Schlimmste. Für uns dann schon oder für dein Umfeld, aber wenn ich jetzt heute einen Autounfall habe, es wäre nicht das Schlimmste, ja, dann wäre ich tatsächlich direkt jetzt beim Herrn in seiner Gegenwart. Meine Frau wäre traurig und auf meinem Grabstein darf sie dann schreiben, ich komme bald wieder und dann, das war es dann so. Und dann bin ich in der Gegenwart Gottes, aber nicht als, das ist das große Ziel, sondern dann ist der Himmel der Warteraum für mich, bis Himmel endlich auf die Erde kommt, ne, wenn Jesus wiederkommt und danach, was sich alles entfaltet. Das ist eine schöne Frage. Wenn Engel geschaffen sind, um uns zu dienen, warum waren sie dann vor den Menschen da? Das ist nicht der einzige Job, den Engel haben. Also die sind auch einfach dafür da, den Willen Gottes auszuführen, ihn anzubeten und so weiter. Als der Mensch dann dazu kam, und das war ja auch recht zeitnah wahrscheinlich, wurden sie auch zum Diener der Menschen eingesetzt. Wir lesen es in der Hebräer 1, Vers 14. Aber sie saßen nicht alle rum und haben in ihrer Engelnase gepopelt und haben gewartet, was wann es endlich losgeht, bevor der Mensch da war. Die sind auch einfach nur glücklich, damit Gott und ihm zu dienen und zu tun, was Engel halt so machen. Wo ist die Rebellion der Elohim, die über die Nation eingesetzt wurden, belegt? Die Rebellion ist sozusagen da drin belegt, also Psalm 82 wäre so der Hauptverweis, wo Gott in der Gottesversammlung steht und die Elohim richtet und sagt, ihr habt es nicht gut gemacht und so weiter. Und Söhne Gottes heißt sie, aber ich werde euch deswegen richten und euch die Nation wieder wegnehmen. Das wäre die Hauptstelle. Aber wir sehen das auch überall dort, wo Götter benannt werden. In der Bibel sind die immer negativ konnotiert. Also es ist egal, ob wir die Götter Ägyptens anschauen oder ob wir dann Jeremia, seine ganzen Drohreden da anschauen, in den hinteren Kapiteln bei Jeremia, wo er dann über irgendwelche Götter, Gerichtsurteile, die Götter Babylons und so weiter spricht, das ist immer sehr, sehr negativ. Das heißt, wir sehen definitiv, dass die gefallen sind oder dass die rebelliert haben gegen Gott und Gott feindliche Mächte sind. Und eben im Neuen Testament werden sie ja nur noch Mächte und Gewalten und Weltbeherrscher und auch ganz negativ konnotiert. Das heißt, wir sehen nicht in der Bibel irgendwie eine Storyline, eine Geschichte, wo der Kipppunkt war. Und an dem Punkt sind die alle korrupt geworden. Wir sehen nur, sie sind alle korrupt. Die haben alle Anbetung angenommen. Die haben es alle nicht gut gemacht. Psalm 82, Gott richtet sie dafür. So. Wie passen Geister, Mächte wie Mammon und so weiter in Zusammenhang mit Nephilim, Elohim, Dämonen und so weiter? Das ist eine nicht ganz simple Frage. Wir haben nicht so viele Dinge wie Mammon im Neuen Testament oder in der Bibel überhaupt, also Dinge, die als Götter bezeichnet werden, die aber irgendwie sowas Seltsames sind wie Besitztum. Aber ich sag's mal so, alles, was vom Menschen verehrt wird oder zur Sicherheit gemacht wird oder zum, also Anbetung ist ja letztlich zu sagen, ich beuge mich, ich gehe unter diese Herrschaft oder ich hole mir davon meine Sicherheit oder ich hole mir davon meine Erholung oder ich hole mir davon was auch immer. All diese Dinge, also erstmal sind alle geschaffenen Dinge ja von Gott gemacht, damit wir sie genießen, uns daran freuen und damit Gott verherrlichen. Aber überall, wo es korrupt wird, können sich auch geistliche Mächte, würde ich sagen, auf dieses System setzen, wie zum Beispiel bei Mammon. Also ich würde sagen, das System Mammon, also Besitztum zu meinem Gott zu machen, zu meiner Sicherheit zu machen, Reichtum, mein Job, mein keine Ahnung was, ist erstmal was im Herzen der Menschen passiert, aber ist ein geistliches System, wo wir sozusagen wo geistliche Mächte quasi wie eine Infrastruktur in der kosmischen Welt, sage ich mal. Und wenn wir uns in diesem Bereich bewegen von Mammon und das zu unserem Gott machen statt Gott, werden sich geistliche Mächte darüber oder gehen wir unter Einfluss von geistlichen Mächten, vielleicht mal so weit. Oh, das war jetzt ein bisschen wirr, aber
Von daher, ja, ich würde sagen, es ist ein Zusammenhang, aber es kann auch jede andere Sache sein. Es ist nicht nur Mammon, sondern alles, wo wir unser Herz dran hängen, irgendwas mehr lieben als Gott, kann das ein Götze werden. Und wenn es ein Götze ist, dann kann eine geistige Macht da drauf kommen. Das ist das Prinzip von Götzen. Also im Alten Testament, die waren ja nicht bescheuert. Ja? Die haben halt eine Statue gemacht, ja? Zum Beispiel ein goldenes Kalb oder mal was anderes. Und dann waren die ja nicht dumm zu sagen, das ist jetzt ein Gott, was wir da selber gemacht haben. Aber sie sagen, okay, mit in diese Statue rein kann jetzt eine geistliche Macht wie Wohnung nehmen und seine Herrschaft ausbreiten. Und genauso kann alles, was du vergötterst, ein Landeplatz für Dämonisches werden. Vielleicht können wir es so ausdrücken. Okay. Kann man in Israel leichter Gott finden, weil es keinen Weltfürsten gibt. Probier es aus. Hier ist ein Dank, gerne. Wann war die 120 Jahre Herrschaft der Nephilim in der heutigen Zeitrechnung? Ich habe keinen Grund, das anders zu sehen. Ich finde in der Bibel nur eine Zeitrechnung. Aber wir können, also wenn du es anders siehst, freu dich. Ich denke ja, ich glaube, es waren wirklich 120 Jahre, das macht für mich viel Sinn. Die Frage gefällt mir sehr gut. Wieso wird das Weltbild so im Leib nicht gepredigt? Gute Frage. Ja, das ist ein Problem, weil wir die Welt nicht wirklich verstehen und weil wir nicht verstehen, wer wir sind und weil wir nicht verstehen, was der Plan Gottes ist und so weiter. Und die gute Nachricht ist, es kommt mehr, aber tatsächlich würde ich sagen, im deutschsprachigen Bereich sind wir da mit dem, was ich heute gelehrt habe, weiß ich nicht, wie viel du das im deutschsprachigen Bereich gerade hören kannst. Und auch im englischsprachigen Bereich gibt es nicht so wahnsinnig viel. Die Theologie, also ist da die letzten 50, 60 Jahre sehr weit gekommen. Und auch hier waren es vor allem historisch kritische Forscher, die nicht Angst hatten, sich mit Göttern und komischen Geistwesen und Polytheismus und was auch immer auseinanderzusetzen, die da ganz spannende Sachen rausgegraben haben. Und jetzt tun auch mehr und mehr bibeltreue Theologen das aufgreifen. Und es ist eben immer so in geistesgeschichtlichen Entwicklungen, wenn was vor, also das Buch von Heise wurde 2015 geschrieben, also das ist theologisch gesehen gestern. Und also das heißt, es kommt mehr, aber das Gute ist, ihr habt es ja heute gehört und habt ja auch das Skript, selbe wie ich, also könnt ihr es auch einfach predigen. Ja genau, oder einfach die Videos weiterschicken. So ganz weiß ich nicht, hört ihr mal an. Kommt es nicht zu einer Überbevölkerung der Erde, wenn alle Menschen von den Toten auferstehen werden und auf der Erde herrschen werden? Nee, weil es gibt ja zwei Auferstehungen. Es gibt die Auferstehung der Gerechten und die Auferstehung zum Gericht. Und nicht alle werden in der Neuschöpfung leben, sondern alle, deren Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens, werden im Feuersee sein. Das heißt, es werden nicht alle, keine Ahnung, insgesamt vielleicht, wie viel hatten wir jetzt auf der Welt? Also es ist ja auch gerade so eine Entwicklung gewesen. Ne? Also insgesamt gab es vielleicht, nehmen wir die Abgetriebenen dazu, 16 Milliarden und das ist wahrscheinlich schon hochgegriffen. Und davon werden auch nicht alle die Erde neu bevölkern. Und die Erde gibt auch mehr her, wenn A, kein Krieg herrscht und wir alles gerecht verteilen und B, wenn es nicht ein verfluchter Ackerboden ist nach dem Sündenfall, sondern wenn alles so funktioniert, wie Gott es eingerichtet hat. Ich weiß nicht, ob wir von George Otis Jr. diese alten Transformationsvideos kennt, wo sie berichten über Orte, wo Erweckung stattgefunden hat, also wirklich Erweckung, jetzt nicht so, wir haben Erweckungsabend oder so, sondern wo halt einfach massiv Gott reingebrochen ist und eine komplette Stadt gerettet hat oder so. Und da hatten die dann so auf einmal so Ernten, wo halt sie irgendwie so Karotten haben, die aber halt so groß waren und solche Brügel, ja, also wo der Boden schon Erlösung erfahren hat. Das heißt, wir werden da auch auf Dinge zurückgreifen können, dass es ein bisschen besser funktioniert mit dem Essen. Okay. Okay, die beiden Fragen gefallen mir gut. Das eine ist, kannst du das mit dem Engel des Herrn, also wie der Jesus ist, nochmals näher erklären? Da kommt auch weiter unten noch eine Frage, die in die Richtung geht. Ich habe das heute nur im Vorbeilaufen
gesagt. Wir haben im Alten Testament immer wieder Passagen, wo Gott auftaucht als Engel Jahwes, also der Bote Jahwes. Und der wird immer wieder identifiziert mit Jahwe selbst. Also ich habe das Beispiel schon kurz angerissen, aber zum Beispiel im brennenden Dornbusch heißt es, Jahwe war im Dornbusch, dann heißt es, der Engel des Herrn war im Dornbusch und dann spricht Jahwe und dann heißt es danach, der Engel des Herrn hat gesagt und so weiter. Und es wird vermischt, wer Jahwe ist und wer der Engel des Herrn ist. Und es gibt so verschiedene Passagen, oder zum Beispiel Josua begegnet dann dem Engel des Herrn, dem Herrscher, also der Führer der himmlischen Herrscher, bevor Jericho einnimmt, diese komische Stelle, wo der auftaucht und er fragt ihn, bist du für uns oder gegen uns? Und er sagt, nein. Okay, aber zieh deine Schuhe aus, das ist heiliger Boden. Und immer wieder taucht der Engel des Herrn auf. Und die allermeisten Theologen würden dir sagen, das ist quasi die zweite Person der Gottheit im Alten Testament, die auftaucht. Oder wir haben einmal diese drei Besucher, die sozusagen zu Abraham kommen, in sein Zelt und ihn besuchen. Und danach gehen zwei von denen hin und machen Sodom und Gomorra blatt. Das ist sozusagen, wo Gott in menschlicher Form auftaucht im Alten Testament. Und da gibt es eben verschiedene Stellen und viele von den Stellen sind relativ blutrünstig und kriegerisch. Zum Beispiel gibt es da die Assyrer, die haben das Nordreich platt gemacht, dann stehen die bei Hiskia vor den Toren von Jerusalem und verhöhnen Jahwe und sagen, alle anderen Götter haben wir auch platt gemacht, also wie will euer Gott Jahwe euch retten? Und dann sagt Gott, so nicht. Und dann kommt der Engel des Herrn und tötet 185.000 Assyrer und sie gehen. Also die, die noch gehen konnten. Und da taucht der Engel des Herrn immer wieder zum Gericht auch auf. Und die allermeisten Theologen würden dir sagen, der Engel des Herrn ist quasi die zweite Person der Gottheit vor der Inkarnation. Also Jesus sozusagen im Alten Testament. Gibt auch ganz nette Stellen über den Engel des Herrn. Also es gibt nicht nur die blutrünstigen. Okay. Dann heißt es hier, wie kann ich persönlich diese unerreichten Völker erreichen? Guter Punkt. Du kannst verschiedene Sachen tun. Erstens, da wo du jetzt gerade gesetzt bist, falls du da von Gott gesetzt bist, kannst du ihn ja mal fragen, ob du da richtig bist, lebst du das? Das heißt, das wäre erstmal so Job Nummer eins, wir machen Nationen zu Jüngern und wir sollen sie taufen und lehren. Das heißt, es sind nicht ganze Nationen, die wir irgendwie in den Taufbecken reinpressen, sondern es sind einzelne Menschen. Und das heißt, du fängst an, Menschen zu Jesus hinzujüngern, also zu Jesus zu bringen, sie zu taufen und dann lehrst du sie alles und so weiter. Das heißt, da erledigst du mit diesem Job, weil auch wir sind ja eines dieser Völker und auch wir müssen noch ein viel stärkeres Zeugnis vom Königreich Gottes hier erleben. Aber trotzdem wäre es wichtig, dass wir anfangen, mehr den Fokus zu haben, auch, okay, in einem Überflussland wie Deutschland, wo wir einen Überfluss an Christen haben, jetzt denkst du, wir haben extrem viel mehr als in anderen Regionen, da sollten wir unsere besten Leute wegsenden und wir sollten das meiste unseres Geld dahin geben. Das heißt, wie kannst du es unterstützen? Ich würde dich ermutigen, anzufangen, wirklich zu beten. Und vielleicht einfach zu sagen, du adoptierst irgendeine Volksgruppe auf dieser Welt und sagst, ich kann schon mal beten. So, ja. Die Ernte ist riesig, das Problem ist, die Arbeiter sind wenige, die Strategie Gottes ist, bitte den Herrn der Ernte, also wir fangen an zu beten. Das heißt, du suchst dir irgendeine Volksgruppe und kannst ja auch einen Herrn fragen, wenn du keine Idee hast, und betest entweder für einfach ein Land, wo du weißt, da sind viele unerreicht, oder nimmst wirklich eine Volksgruppe, da gibt es so nette Plattformen wie joshuaproject.org oder net oder whatever. Und wir arbeiten tatsächlich gerade als Gebetshaus zusammen mit Glaubenszentrum Bad Gandersheim und Kingdom Impact und ein paar anderen Organisationen dran, dass wir eine deutsche Plattform, also eine Homepage auf Deutsch schaffen, wo ganz viele Informationen über unerreichte Volksgruppen, über wie kann ich mich da engagieren und so weiter, dass es einfach in den deutschsprachigen Bereich reinkommt. Die wird vermutlich Sommer nächsten Jahres oder im Herbst nächsten Jahres veröffentlicht sozusagen. Und das soll den Leib Christi da werden ganz viele praktische Schritte sein, wie kann ich als Herbert jetzt hier in Deutschland, wie kann ich einen Beitrag leisten, so, und da wird es dann ganz konkret werden. Aber du kannst wirklich beten und nicht nur beten, nein, fang mal an zu beten, sagen, statt dass ich weiter jeden Tag für meinen zukünftigen Ehemann oder meine Ehefrau bete, tausche dieses einfach mal mit einer Volksgruppe und bete dafür. Der Herr hat's gehört, okay, der Herr hat's gehört, er weiß. Genau, also bete wirklich dafür. Wenn du lernen willst, dafür zu beten, komm ins Gebetshaus, wir können es dir beibringen.
du kannst anfangen, deine Ressourcen einzusetzen. Ressourcen im Sinne von Finanzen, zu gucken, was denn wirklich, wer sind die Leute, die gehen da wirklich hin, die machen das wirklich und die unterstützt man. Und das ist, muss man manchmal ein bisschen suchen, was es wirklich für Organisationen gibt, die nicht nur unter denen arbeiten, wo eh schon Christentum da ist, aber da kann man Geld hingeben. Du kannst auch deine Ressourcen reingeben im Sinne von Zeit. Ja? Wir in Deutschland haben ja einen Arsch voll Urlaub im Vergleich mit anderen Ländern. Ja? Nimm doch ein bisschen davon und sag, okay, ich engagiere mich da irgendwie für irgendwo und kling mich da ein in eine Missionsgesellschaft. Und es kann sein, ich gehe irgendwo hin oder ich sage, ich bin halt irgendwie ITler und helfe einfach mal einer Missionsorganisation, die da dran ist, einfach mal 2 Wochen ihren Laden aufzubauen. Was immer du tun kannst. Oh ja, oder genau, oder du kannst bei uns im Gebetshaus unsere Berufsbeter, also die Leute, die angestellt sind zu beten, bezahlen und freisetzen dafür, dass Tag und Nacht für unerreichte Volksgruppen gebetet wird. Genau, also aber fang an, dich damit mal zu beschäftigen, fang an, es zu leben, wo immer du bist. Es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, Gott schickt mich, keine Ahnung, in den Irak, irgendwie nach Kurdistan oder was auch immer, wenn du es nicht hier lebst. Es ist viel schwieriger, das in einer anderen Kultur zu leben, deswegen fang es mal hier an. Okay. Ja, schön. Wohnen Wesen auch auf anderen Planeten? Who knows? Also ich frage mich, ob wir, also wenn Jesus wiederkommt und so weiter und so fort und wir dann werden die nächsten Milliarden Jahre und dann nochmal ein paar Milliarden Jahre und dann nochmal ein paar Milliarden Jahre und dann nochmal ein paar Milliarden Jahre und die Ewigkeit ist halt relativ lang, werden wir herrschen und das Königreich Gottes ausbreiten. Ich überlege mir schon, also ich meine, was für einen technischen Fortschritt werden wir haben in der Neuschöpfung, wenn Jesus König ist, wir alles haben und vielleicht werden wir schon so ein bisschen expandieren, so ins Universum rein und andere Planeten besiedeln und keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir da jemanden finden. Ich denke, dass Jesus mir was dazu in seinem Wort verraten hätte. Aber Hebräer 1 sagt auch, dass durch ihn die Welten gemacht wurden. Wer weiß. Lukas, wann hast du angefangen, das zu studieren und wann machst du das? Es muss nicht jeder das Zeug so drauf haben und auch nicht so kommunizieren können, wie ich das heute gemacht habe. Ich lese auch diese ganzen Bücher, damit sie nicht jeder lesen muss. Das ist eine Gabe an den Leib. Es ist wirklich so. Also manche sollten, aber nicht jeder, also versteht ihr, wir haben nicht den Auftrag, dass jeder Christ auf dieser Welt der Bestgebildetste und Verständnis und alles, was da noch im Griechischen und Hebräischen, so das ist nicht der Punkt. Wenn du merkst, du hast einen Zug dahin und du hast vielleicht auch eine Lehrbegabung oder was, wo Gott dich benutzen will, dann geh bitte all in, weil damit dienst du den Leib. Aber dass ich das viel gemacht habe, dient jetzt euch. Nicht jeder muss das so reproduzieren können. Genau, ich habe sonst keine Hobbys, das ist einfach der Trick. Ich bete, lese Bibel und Bücher und ab und zu sagt der Basti, lass uns einen Burger essen gehen. So, that's my life. War ein Spaß. Aber tatsächlich, ich habe etwa 7 Jahre lang mich fokusmäßig mit dem Thema Reich Gottes auseinandergesetzt und in dem Kontext bin ich auf diese ganz unsichtbare Dimension gestoßen, habe da schon ein paar Jahre ein bisschen investiert. Genau, und ich hoffe, es dient. Oh ja, eine Frage nach der Entrückung. Hui. Sollen wir das auch noch zerstören? Ich habe über die Entrückung mal ausführlich gelehrt, kannst du auf dem YouTube-Kanal vom ICF Schwarzer Bodensee angucken. Es gibt diese wirklich, ich würde sagen, falsche und destruktive Lehre von, dass Jesus zweimal wiederkommt, einmal ganz verborgen als ein Dieb in der Nacht und schwupps nimmt er die Gläubigen weg. Dann guckt er sich das 3,5 oder 7 Jahre lang, je nachdem, ob mit Entrückung, tralala, vor oder zwei, wie auch immer, an, tut ganz viel Gericht auf die Erde bringen und dann kommen wir wieder. Und diese Lehre ist relativ jung, die ist seit 1830 im Umlauf und ist falsch. Die Entrückung ist einfach nur die Antwort auf die Frage, warte mal, wenn Jesus wiederkommt und die Toten alle auferstehen und alle aus dem Himmel mitkommen, was passiert dann mit denen, die noch auf der Erde leben, wenn Jesus wiederkommt? Und die Antwort ist ja, die werden in einem Nu verwandelt, werden Jesus entgegengerückt und kriegen direkt, also die sterben nie, die kriegen direkt einen neuen Leib und kommen dann mit Jesus wieder auf diese Erde, um ihn dort hineinzuleiten. Und die
diese Voreindrückungslehre ist deswegen so schädlich, weil sie sagt, hier in der letzten Zeit, also da, wo es dann wirklich abgeht, da, wo wirklich die volle Herrlichkeit Gottes da ist und wo der volle Druck da ist, da werden wir einfach weggedrückt. Und es ist ein Bild von so einer schwachen Kirche, die zum Schluss einfach nur so weggenommen wird. Statt ein Bild von einer siegreichen Kirche, die bis zum Schluss ihr Leben für Jesus hingibt. Und das ist eine sehr, sehr westliche Lehre, die sagt, bevor es schwierig wird, sind wir weg. Ja, das ist in Essenz, was die Voreindrückungslehre sagt. Wenn du Voreindrücker bist, ich hab dich lieb, aber es ist halt falsch. Und es wurde hauptsächlich verbreitet über diese finale Romane. Du weißt immer, dass eine Lehre schlecht sein muss, wenn die Hauptquelle Romane sind. Und das ist wirklich ein Problem, weil das Bild in so vieler Hinsicht falsch ist, dass zum Beispiel wird gesagt, ja, bevor die ganzen Gerichte kommen, sind wir weg, als wären die Gerichte in der Offenbarung gegen die Gemeinde. Es war ja auch nicht das Volk Israel in Ägypten, stand da rum und hat gesagt, oh Gott, jetzt kommt schon wieder eine Plage. Nein, die haben gesagt, Gott, rette uns. Und dann heißt es, durch Gericht hindurch wird er sie retten. Und wir werden die sein, die hier auf der Erde sind, die sagen, Gott, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Bitte komm und bring Gerechtigkeit auf diese Welt. Und dann driften ein Gericht Gottes diese Welt. Und wir werden jubeln und sagen, yes. Warum? Weil das antichristliche, pharaonische, menschenversklavende, ungerechte System, was Menschen kaputt macht, wird gerichtet von Gott. Und wir würden übereinstimmen damit. Wir sind mehr in der Rolle von Mose und nicht in der Rolle von, oh je, da kommt ein Gericht und Gott kann schon nicht ein bisschen netter sein. Genau. Aber ich hab dich lieb, wenn du anders denkst über die Entrückung. Okay. Wie kann Jesus mit seinem Geist ins Totenreich steigen, wenn die anderen Geistwesen in den Riesen auf der Erde bleiben mussten als Dämonen? Alle Menschen vor Jesu Werk und so weiter, die gestorben sind, sind ins Totenreich gefahren. Alle Menschen. Diese Riesen, warum das bei denen nicht so ist, warum Jesus sagt, dass die Dämonen, die unreinen Geister auf der Erde umherwandern und so weiter, und warum die ganze jüdisch-apokryphische Literatur sagt, dass die sozusagen rastlos auf der Erde umhergehen, ist, weil diese Wesen, diese Riesen waren so komische Mischwesen, die nicht vorgesehen waren, die gehören nirgends hin. Die haben weder eine Bleibe in der himmlischen Welt, noch haben sie einen Platz im Totenreich. Das waren einfach komische Geistwesen, die dann umherirren. Und weiß nicht, ob man dem Glauben schenken kann, aber ein apokryphisches Buch erzählt auch, dass Gott die alle wegsperren wollte. Und dann bittet Azazel, also der Teufel, darum, dass er 10% behalten darf, damit er die Menschen weiter quälen darf. Und dann wird es ihm erlaubt. Und die anderen sind weggesperrt. Aber das weiß ich nicht, ob das so ist. Das ist einfach nur eine Meinung. Genau, aber das ist der Unterschied, also warum diese Geist, also Dämonen, diese Geistwesen, die haben keinen Platz im Himmel, die haben keinen Platz im Totenreich, die sind in so einem In-Between-Ding und die werden zum Schluss im Feuersee landen. Okay, jetzt noch tatsächlich eine theologisch schwierige Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann, wo ich mit noch hader, aber ich nehme mich einfach rein in mein Hadern, okay? Wenn Satan keinen Zugang zur himmlischen Ratsversammlung hat, wie kann der dann die Gläubigen Tag und Nacht vor Gott verklagen? Das ist eine Anspielung auf Offenbarung 12. In Offenbarung 12 heißt es, hinabgeworfen ist der Verkläger der Brüder, der sie vor unserem Gott Tag und Nacht verklagt hat. Und letztes Jahr in der Academy habe ich gelehrt, dass der Satan noch Zugang hat, für alle, die sich erinnern, und habe das begründet mit Offenbarung 12 und begründet mit Hiob, weil ich gesagt habe, das wäre der Satan, also im Sinne von Teufel Satan. Und jetzt, nachdem ich noch mehr hier Demons gelesen habe und mich damit beschäftigt habe, noch mal mehr mit Genesis 3 und dem Fall und was da passiert ist und dass er rausgeschickt wurde aus der himmlischen Ratsversammlung und so weiter, bin ich ziemlich sicher, dass all diese Wesen sozusagen nicht mehr Staffs sind und keinen Zugriff haben in die Gegenwart Gottes. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit Offenbarung 12? Und Offenbarung 12 ist wirklich ein schwieriger Text, weil es schwierig ist, A, einzuordnen, spricht das alles über dasselbe Event. Es geht ja vom Kontext erstmal um die Geburt des Messias, dann dieses Zeichen mit dem Drachen und so weiter, dann tobt dieser Kampf im Himmel. In diesem Kampf wird Satan auf die Erde geworfen. Ist es sozusagen Jesu, also geht es um die Geburt Jesu oder ist es ein Blick zurück? Und dann geht es darum, dass Satan auf der Erde die Leute verfolgt und 3,5 Jahre und so weiter. Es ist nicht ganz einfach und ich bin noch nicht ganz durch mit dieser Stelle. Jesus sagt zumindest in Lukas 10, siehe, ich sah den Satan fallen als Blitz auf die Erde.
Aber es ist auch keine Zeitangabe, wann er das gesehen hat. Hat er das gesehen damals in Genesis 3, als er hier war und gesehen hat, wie der Satan auf die Erde geworfen wurde, wie es uns Jesaja 14 und Hesekiel 28 sagt? Also ist der Satan seitdem verstoßen aus dem himmlischen Bereich, aus der Ratsversammlung? Oder ist es zu einem späteren Zeitpunkt passiert im Zusammenhang mit der Geburt Jesu oder irgendwo zwischendrin? Und ich bin nicht ganz sicher, wie ich diese Stellen harmonisiere gerade. Aber vom Gesamtzeugnis der Bibel macht es für mich keinen Sinn mit Jesaja 14 und Hesekiel 28, also diesem Fall des Teufels, dass er in irgendeiner Form noch Zutritt hat in die Ratsversammlung Gottes. Also Gott bezahlt Rebellen nicht, die streicht er von der Lohnliste, die fliegen da raus. Aber da bin ich noch nicht ganz durch. Auf morgen 12 habe ich noch so ein paar Fragen. Das ist mein Stand jetzt Erkenntnis. Kann sein, nächstes Jahr Academy erkläre ich euch, dass der Satan bis zu einem bestimmten Tag noch Zugang hat oder nicht. Das darf man nach verschiedener Meinung sein. Auf jeden Fall jetzt nicht mehr. So viel ist safe, würde ich sagen. Wann der Zeitpunkt gekommen ist, würde ich mittlerweile sagen, tatsächlich war Genesis 3 schon der Moment, wo er ins Totenreich geworfen wurde. Aber genau. Da hadere ich noch. So, wer kommt alles in die Hölle? Alle, die rot eingezeichnet sind. Satan, Mächte und Gewalten, Dämonen und alle Menschen, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind. Das, wie man ins Buch des Lebens kommt. Tu Buße und glaub an das Evangelium. Also es ist diese simple Botschaft und dann wird mein Name reingeschrieben. Genau, und dann, ja, danke Basti. Ich habe das Gefühl, seine Fragen steuern irgendwo hin. Offenbarung, ich weiß nicht, es ist 3, glaube ich, wird dir erklärt, wie der Name drin bleibt. Also reingeschrieben wird er erstmal, wenn ich sage ja und wirst von einem geboren, drin bleibt er, wenn du überwindest. Weil es ist so ein netter Satz, so, wer überwindet, dessen Name wird nicht gestrichen aus dem Buch des Lebens. Ich dachte, once saved, always saved. Ja, okay. Genau, auch da müssen wir wirklich, wirklich umdenken. Wer ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Wir müssen Menschen fit machen, treu zu glauben. Also wir denken oft Glaube als Ticket, zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Ticket gelöst, um in den Himmel zu kommen. Spätestens seit heute weißt du, es geht gar nicht darum, in den Himmel zu kommen. Wie komme ich denn ins Königreich? Ja, durch Glauben, da werde ich reinversetzt. Und wie bleibe ich im Königreich? Indem ich lebe nach der Ordnung des Königs. Weil wenn ich lebe nicht nach der Ordnung des Königs, werde ich das Königreich Gottes sicherlich nicht erben. Das heißt, da gibt es theologisch natürlich auch verschiedene Auffassungen. Zwischen kann man sein Heil verlieren oder kann man es nicht verlieren? Ich würde sagen, ja, weil Heil ist nichts Statisches, was dir einfach nur zugerechnet wird, sondern Heil ist ein Prozess. Es ist ein Prozess der Rettung und wir müssen nicht glauben und danach ganz viel ackern, sondern wir müssen einfach nur glauben bis ans Ende und dann bleiben wir drin. Das ist der Punkt. Aber wir sehen ganz, ganz viele warnende Beispiele, wo es heißt, wir sollen uns daran ein Beispiel nehmen, wie im Alten Testament das Volk Gottes ihren Weg mit Gott eben nicht vollendet hat zum großen Teil. Und deswegen, ja, ich könnte jetzt noch abirren auf dem Weg, aber ich stehe jetzt nicht jeden Morgen auf und denke, keine Ahnung, schaffe ich es bis zum Schluss, sondern der Herr ist ja mit mir und so weiter. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob wir Evangelisation auch denken als, okay, wir müssen Leuten irgendwie ein Ticket verkaufen, dann sind die safe, oder wir sagen, wir müssen Menschen in den Reich reinretten und ihnen helfen, bis zum Ende zu glauben. Da denke ich schon mal ganz anders. Und solange wir nur denken, die müssen nur über eine Linie treten, das ist schwierig. Der erste Name des Christentums war der Weg, weil es geht um eine Nachfolge. Das ist, genau, okay. Basti, habe ich deinen Punkt jetzt gemacht? Ja, gut. Oh, ich habe noch 3 Minuten, jetzt muss ich mir noch einen aussuchen. Das
Das haben wir vorhin in der Pause schon mal beantwortet. Mit den ersten Rebellionen gab es da einen Ursündenfall. Das haben wir vorhin mal reingeschoben. Ja, Göttersöhne haben auch einen freien Willen. Alle Geschöpfe Gottes haben einen freien Willen bekommen. Gott ist Liebe, Gott will Freiwilligkeit. Also ist so die Frage nach dem freien Willen der Göttersöhne. Ja, auch Gott hat die himmlische Familie nicht als Automaten eingerichtet. Oh ja, vielleicht das hier noch. Ah, das sind echt schöne Fragen. Erstmal das hier, was ist der böse Geist, der Saul quält oder ängstigt? Der 1. Samuel 16, das ist eine sehr gute Frage. Das würde ich sagen, ist nicht ein Dämon oder ein unreiner Geist oder wie immer sie genannt werden, sondern das ist ein Geistwesen, was Gott sendet, also so ein Geist von Gott her. Und kann man übersetzen mit... Also ein Geist, der bewirkt sozusagen für Saul Böses oder Schlechtes oder der, wie auch immer. Es ist kein an sich schlechtes Wesen. Also früher habe ich auch einfach gelesen, habe gedacht, aha, da ist ein Dämon und so und warum wird der von Gott hergesandt? Jetzt würde ich sagen, nein, es ist sozusagen eines dieser Geistwesen, die zu Gott loyal gehören und Gott bringt Gericht über den bösen König Saul und macht ihn ein bisschen kirre quält ihn oder peinigt ihn mit mehr oder weniger einer Geisteskrankheit. Und es ist kein Dämon in dem Sinne, sondern es ist ein Geistwesen von Gott her. Aber du darfst auch das anders sehen, wenn du sagst, nee, das muss ein Dämon sein, weil es passt nicht in mein Gottesbild, dass Gott irgendwie ist in Ordnung. Echt schöne Fragen. Gibt es, wenn der Himmel auf die Erde kommt, auch noch Technologien wie das Internet, Smartphones und Co.? Ja, voll, natürlich. Also es ist doch nicht, dass Jesus wiederkommt und schmeißen uns in die Steinzeit zurück. Warum denn? Das ist immer für eine Vorstellung. Wir werden manche Technologien auch nicht mehr brauchen, aber wir werden auch ganz viele neue erfinden und es wird richtig gut. Ich weiß nicht genau, wie das aussieht, das wissen wir nicht, das werden wir gemeinsam entdecken. Aber diese Vorstellung ist immer, wenn Jesus wiederkommt, sind wir Mittelalter. So. Also warum denn? Okay. Ich komme nicht ganz durch heute. Ich möchte eure Zeit auch ehren. Schön. Also vielleicht machen wir einfach nochmal so eine Zusatzepisode, die wir einfach aufnehmen und noch hochladen auf YouTube, wo wir den restlichen Fragen beantworten. Ich will das jetzt heute nicht zu arg strapazieren. Und laden ihn einfach mit dazu. Dann wäre das eine 6. Session. Das würdet ihr mitkriegen, wenn ihr den YouTube-Kanal abonniert habt. Und die Glocke. Yes, ich würde sagen, wir sind für heute am Ende. Vielen, vielen Dank euch Academy-Teilnehmer, die ihr immer da seid. Aber auch schön, dass so viele einfach dazugekommen sind. Ich hoffe, es hat sich für euch gelohnt und wir haben ein bisschen... Dankeschön. Genau, und lasst uns das verdauen, mitnehmen und nicht einen Haken dran setzen von nett haben wir es gehört, sondern das war jetzt einfach mal, wir haben einfach mal so die, mit einem groben Überflug mal so festgestellt, dass da was ist und jetzt werden wir es als Kirche mehr entdecken und glaubt mir, in 10 Jahren wird die gesamte Christenheit ganz anders denken über diese Dinge und da dürfen wir tatsächlich ein bisschen Pionier sein. Es gibt so ganz wenig, also zu jedem Thema, wo ich was zu sagen habe, hat jemand was Besseres zu sagen. Also, aber das ist eines der wenigen Themen, wo ich das Gefühl habe, da kann man wirklich was bringen, was noch nicht eh schon überall da ist und deswegen macht mir das ganz viel Freude und verbreitet es. Wenn die YouTube-Videos oben sind, schickt die an alle eure Freunde und Feinde. Und in diesem Sinne machen wir Schluss. Es wäre ganz, ganz lieb, wenn ihr helft beim Abbau, einfach den Saal wieder in Ordnung zu bringen für Sonntag, die Tische wegzuräumen und es wird dann nachher so ein Plan hier eingeblendet, wo draufsteht, wie das etwa aussehen muss. Genau. Gut, mein Job ist getan, dann falle ich halb tot von der Bühne.